20, 30 Granaten gesammelt. Jetzt kommt hier ein dicker Mond rein. Und es wird heftig, Freunde. Es wird mega heftig. Was geht ab, Leute? Und willkommen zurück zum Weltsimulator. Heute werden wir mal probieren, alle Planeten, die wir zur Verfügung haben, zu zerstören. Ja, mit Lasern, mit Meteoriten, Leute. Wieder mit UFOs und all den ganzen Sachen, Leute. Heute werden wir probieren, alle Planeten zu zerstören, die wir können. Wenn ihr vielleicht davon noch mehr sehen wollt, sogar von einem anderen Spiel, was auch ein Weltsimulator ist, dann lasst auf jeden Fall gerne jetzt mal einen Like da. Ich würde sagen, bei 10.000 Likes kommt auf jeden Fall der nächste Part. Und Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da, das haben nämlich 80% von euch gar nicht abonniert. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gönnt euch auf jeden Fall einfach mal hier diese Erde, Leute. Ich weiß, ich habe ja schon mal zwei Parts davon gemacht. Wir können die natürlich jetzt erstmal ganz leicht zerstören. Haben jetzt aber hier auch noch ganz viele andere Planeten am Start. Zum Beispiel haben wir hier noch so einen Mars, Leute. Einfach hier der Mars am Start. Dann noch hier noch der Mond sogar noch am Start, Leute. Also wir haben auf jeden Fall hier viele verschiedene Planeten, die wir jetzt zerstören können. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der Erde, die wir schon oft zerstört haben. Also wir haben jetzt hier viele verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, wir lassen mal ganz kurz so 1, 2, 3, 4, 5 Monde in die Erde reinknallen. Es sind schon 3 Milliarden, es sind schon 7 Milliarden Menschen gestorben. Was? Wer überlebt denn bitte schon noch da unten? Ach, Australien natürlich mal wieder hier am Überleben, Freunde. Na gut, dann machen wir es so. Australien kriegt mal ein paar Granaten hier rein. So, zack, zack, zack. Und, ach, hier auch nochmal, Leute. Zack, hier. Bob, Italien, glaube ich. Und jetzt würde ich mal sagen, ja, hauen wir nochmal hier ganz kurz den Mond darauf und darauf. Und jetzt wird dann quasi jetzt damit die Erde zerstört, Leute. Wow! Okay, ja, die Erde ist also komplett kaputt. Um die aber komplett zu zerstören, brauchen wir einmal ganz kurz hier dieses heftige Gerät. Ich habe keine Ahnung, was es immer noch ist, aber es ist immer noch das Heftigste im Weltenzerstören. Guckt euch das doch einfach mal an. Jetzt hier, es lädt die Power auf. Es lädt die Power auf. Und jetzt der rote Strahl wird auf die Erde raufge... Okay. Und die ganze Erde wird einfach zu so einem Glühwürmchen. Ja, Leute. Boah, es ist hell. Alter. Ja, und jetzt kommt noch die Überraschung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und zwar 3, 2, 1. Hä? Explodiert der? Oh! Jetzt ist aber der Mars dran, Leute. Und dieser Alien möchte gar nicht verschwinden, ne? Das ist hier die ganze Zeit. Oh, ich habe nichts gesagt. Okay. So, Mars, mal gucken, wie wir dich so zerstören können. Was ist, wenn ein Riesenwurm auf den Mars quasi raufgeht und den aufessen möchte? Ja. Guckt euch mal diesen Wurm an. Und der Wurm dringt jetzt direkt in den Mars ein. Und zack, oha. Das heißt, der Mars wird von der einen Seite angegriffen von dem Wurm. Und von dieser anderen Seite kommt einfach so ein riesen Kraken, Leute. Und reißt einfach so ein riesen Stück von dem Mars raus. Und, oh Gott. Und ja, hier greift es komplett mit. Okay, also der Mars ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen kaputt gegangen. Und jetzt kommt hier nochmal so ein riesen Laserstrahl. Einfach so von der NASA oder so auf den Mars herauf. Keiner wird den Mars hier mehr besuchen, Freunde. Den wird keiner mehr besuchen. Hier, ganz viele Meteoriten. Meteoriten landen auf dem Mars, Leute. Meteoriten und das schwarze Loch. Kommen jetzt auf jeden Fall auch noch hier so ein paar Raketen. Alter Schwede. Und UFOs. Ganz viele UFOs, Freunde. Ey, guck jetzt mal an. Der ganze Mars. Guck mal hier, was der Wurm angerichtet hat. Was hat denn der Wurm angerichtet? So, ein paar Granaten hier mal reinlegen, Freunde. So, hier. Kleine Dichtung mit Granaten reinmachen. Alles klar. Boah, es ist hell. Und jetzt einmal ganz kurz den Mond da reinballern. So, ein Mond auf 10 Granaten und... So, und einmal ganz kurz hier die Alien-Station auf den Mars rauf. Und damit der Mars natürlich nochmal komplett kaputt geht. Feuer frei! Ja! Und der Mars wird auf jeden Fall wieder zu so einem richtigen Glühwürmchen, Alter. Oh, das blendet echt voll doll. Wow! Alter, der Mars ist ja nochmal heftig anders explodiert. WTF. Hä, was ist denn das für ein Planet, Alter? Habe ich in Erdkunde nicht aufgepasst? Oder kann das sein, dass es diesen Planeten einfach nicht gibt? Okay, Leute, pass auf. Wir gucken mal ganz kurz, was sich so hier in diesem Planeten befindet. Wir machen mal ganz kurz hier diesen Erdkern auf. So, oh, ich glaube, wir brauchen einen dickeren Strahl. So, der hier. Mal ganz kurz. Ey, da sind ja sogar Menschen. Guck mal hier. Wir haben 12 Milliarden Menschen hier drauf leben. Was ist denn das für ein... Boah, das ist, glaube ich, die Erde... In 5067, im Jahr 5067, ja, genau in diesem Jahr, Leute. Und wenn wir hier mal ganz kurz lang gehen, kann man sehen, wie viele Menschen gerade draufgehen. Alter, es sind schon 6 Milliarden Menschen draufgegangen. Jo, wir machen das erstmal ganz kurz so.
Wir machen mal hier ein kleines Gemälde rein. So, Leute, der neue Planet Erde ist auf jeden Fall sehr glücklich. Sieht auf jeden Fall irgendwie aus wie so ein halber Kürbis, Alter. So, okay, wir müssen hier mal noch zerstören. Das heißt, hier kommen wir nochmal ganz kurz so eine Alien-Raumstation hin. Hier wird leider das Ding ja von den UFOs belagert. Das hier auch, diese Raumstation. Hier unten auch jeder Stützpunkt. Da kommen überall UFOs drauf, Freunde. So hier, ganz Afrika aus 2050. Und ja, es sind gerade leider alle Menschen draufgegangen, die man sich so hätte vorstellen können. 13 Milliarden Menschen und Gott, es fängt wieder an zu glühen. Das heißt, es wird gleich wieder explodieren. 3, 2, 1. Okay, das ist ja ganz schön schnell explodiert. Oh, Leute, hier ist einfach der Mond, Alter. Wie cool ist das denn? Warte mal ganz kurz. Können wir auf den Mond einen Mond krachen lassen? Ja, guck mal. Boot. Ey, einfach so ein Riesenkrater ist hier im Mond drin. Und warte mal ganz kurz. Können wir jetzt hier es irgendwie schaffen, in dem Mond so ein Riesenloch reinzumachen, Leute? Dass wir quasi so einen Donutmond haben. So, wir haben jetzt ganz schön viele schwarze Löcher da drin. Und ich glaube, die sollten schon ganz schön viel anrichten oder so, ne? Ja. Guck mal, die buddeln sich auf jeden Fall. Alter, wie das aussieht. Guck mal, hier im Mond glüht da. Ey, das glüht da sogar richtig im Mond drin. Da wusste ich gar nicht. So, hier nochmal ein bisschen. Dann kommt nochmal hier ganz kurz der Laserstrahl ein bisschen durch. So, Leute. Damit wir. Und hier nochmal ein paar Monde. Und zack, ist der Mond auf jeden Fall schon mal nicht durchlöchert worden. Hä? Können wir da nicht weiter durchbuddeln? Oder sind einfach nur die schwarzen Löcher nicht gut gesetzt worden? So, hier. Das sollte eigentlich. Ja, hier sollte eigentlich ordentlich was drin sein. So, jetzt hier auch nochmal ganz kurz. Mond drauf knallen, Freunde. Überall Mond drauf. Und ja, der Mond ist einfach jetzt zu so einem, ja, zu so einem Cracker oder so geworden, ne? Uiuiui. Mal gucken, was wir noch so für Erden haben. Was ist denn das bitteschön für ein Planet, Leute? Hä? Wie sollen denn jetzt da 7,6 Milliarden Menschen drauf leben? Ist das jetzt quasi die Erde, aber in 10.760 Jahren? Lol. Okay, was ist, wenn ich jetzt mal ganz kurz hier ein Alien-Raumschiff hinhau und ein bisschen Raketen jetzt mal ganz kurz hier hinhau? So, passiert überhaupt irgendwas? Ist es nicht einfach so eine Schutzschicht? Oh, oh ne, es sind, oh Gott, es sind ein paar draufgegangen. So, mal gucken, was ist, wenn wir hier genau in dieses Center einen Wurm reinknallen. Und zwar genau dahin. Und dann nochmal ganz kurz. Oh, der Mond ist explodiert am Wurm. Guck mal hier. Ah, jetzt, okay. Attacke. Oh Gott, es sind gerade 3 Milliarden Menschen. Was? Hä, das ist ja hohl. LOL, das ist ja einfach hohl. Da ist ja gar nichts drin. Hä? Da können wir es ja voll in zwei Scheiben. Warte mal ganz kurz. Da können wir ja ganz kurz ein bisschen so machen, Leute. So, hier. Und dann können wir das Ding ja richtig schnell spalten einfach. Ey, das ist ja auch voll heftig am Glühen, ne? So, auch richtig rot und so. So, hier ganz kurz wegschneiden außen. Dann hier, zack. Der Wurm wird schon ein bisschen seine Arbeit machen, Leute. Aber wir machen auch unsere Arbeit. Ganz entspannt. So, hier, zack. Und außen wegschneiden. Und schon ist die Erde in 10.000 irgendwas komplett in zwei gesetzt. Es sieht einfach aus wie, keine Ahnung, wie so eine Figur aus Star Wars oder so, ne? Mal gucken, wenn jetzt die Krake auf allen Seiten kommt, wo sie nur erscheinen kann, Leute. Alter, hier sind so viele Kraken. Leute, das Universum wird von Kraken besiegt. Ey, wie das ganze Ding einfach. Oha, wie das auch noch leckt jetzt gerade. Hallo? Hallo, ja, ich glaube, die Erde in 10.000 Jahren könnte so aussehen, wenn sie von Kraken besiedelt wurde. Ey, ist das jetzt hier gerade der Jupiter, Leute? Eigentlich sollten wir den doch gar nicht zerstören können, weil das doch eigentlich, oder ist das eigentlich alles Nebel oder ist das auch eine feste Fläche? Ich glaube, irgendein, oh Gott, irgendein Planet war ja auch richtig viel so, ja, war das Nebel oder wie hat man das genannt? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er ja den Saturn, diesen Ring und so drum. Aber Pluto habe ich bis jetzt auch noch nicht entdeckt. Mal gucken, jetzt hier ein paar Raketen auf Jupiter schießen, passiert nichts. Mal gucken, wie das Innere vom Jupiter aussieht. Und ich sehe da schon, glaube ich, so eine kleine Lücke oder so. Das heißt, wir schießen jetzt mal ganz kurz hier rauf. Wow, wow. Und, warte mal, ist das Ganze jetzt, oh, fast, ne? Ey, aber das Ding ist, ich glaube, Freunde, wenn wir jetzt hier ganz viele, pass auf, wir machen jetzt mal ganz viele solche Granaten da rein. So, hier, damit sie sich alle ansammeln. So, ganz viele Granaten reinmachen, Leute, bis nach außen. Das haben wir bestimmt, weiß ich nicht, 20, 30 Granaten gesammelt. Jetzt kommt hier ein dicker Mond rein und es wird heftig, Freunde. Es wird mega heftig. Was? Wie kann er denn bitte schon auf der Seite leben, der Jupiter? Was geht beim Jupiter ab? So, Jupiter, leider hat der Mond sich gespaltet und es fliegen leider ganz, ganz viele Monde auf sich herauf. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ja, du bist leider von den Monden komplett besiegt. Also hier unten auch, Leute, hier unten kommen ganz viele Monde. So,
Hier. Alter Schwede. Ey, stopp. Okay, reicht. Oh mein Gott, der schöne Jupiter, Leute. Oh Mann, oh. Also, das ist jetzt quasi hier gerade die Erde, Leute. Aber bevor sie so die Kontinente sich gespaltet haben. Also, ich weiß gar nicht, hier ist richtig, richtig viel Fläche. Also, hier haben wir ganz viel Wasser, aber sonst ist hier fast eigentlich alles zusammen. Also, das ist, glaube ich, die Erde, aber vor, weiß nicht, 10 Millionen Jahren oder so. Also, sieht halt komplett anders aus. Und hier ist sogar schon, nein, das kann nicht angehen, dass hier auch noch Lichter und so sind. Also, vielleicht liege ich auch falsch, Leute. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier einen Meteoritenschlag auf diese Erde erlitten, Leute. So, hier, da ist ja auch, es leben ja gerade mal 3 Milliarden da drauf, ne? Also, muss auf jeden Fall schon ein bisschen her sein. So, hier, piu, 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 piu. Oh Gott. Okay, so. Ey, das ist ja schon fast die ganze Menschheit, die ausgelöscht wurde. WTF? Wir sind ja nur noch 900 Millionen Menschen. So, hier. Boom, 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 boom. Als würde ich hier irgend so ein, in so einem Raumschiff sitzen von Star Wars und die ganze Zeit auf den Planeten schießen. Na, ist jetzt endlich kaputt gegangen, oder? Leute, der ganze Planet ist einfach kaputt gegangen. Wir können jetzt hier noch ein paar Dingens, Granaten raufhauen. Ein paar schwarze Löcher. Ein paar Raketen. Hä? Alter! Mit dem Laserstrahl hier alles kaputt machen, Freunde. Mal gucken, wie das von der anderen Seite aussieht. Ey, wie so ein riesen Fleischbällchen einfach, ne? Wie so ein riesen Fleischbällchen, was man gerade in den 3000 Grad heißen Ofen packt. Oh, was? Die Erde! Leute, die Erde wird nie wieder so existieren, wie sie es einmal mal war. Es ist alles nur eine Täuschung. Ein Mitleids-Like und Abo für die Erde.